Ja, aber hallo. Ich muss mal wieder Smile aufmachen. Ja, ich habe zwar oben drüber geschrieben, ohne Kommentar, aber ganz ohne was zu sagen geht das wahrscheinlich doch nie. Ihr wollt ja wissen, um was es geht. Also hier unser Kanzler Olaf Scholz, der macht ja schon seit längerer Zeit seine Bürgergespräche. Schönen guten Abend. Und da war jetzt Ganz vor ein herzlich paar willkommen. Tagen das letzte Dankeschön. in Herzlichen Mannheim. Applaus. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und zwar einmal im Livestream, alle, die mit dabei sind und natürlich hier auch in der Kultur. Ich sag mal, im Großen und Ganzen waren das wahrscheinlich immer auch eingeladene Bürger, beziehungsweise haben sie da ein bisschen ausgesucht, wer da rein darf. Wahrscheinlich hatte der nicht da die Leute sortiert und was weiß ich, Urlaub gehabt. Es kamen sehr kritische Fragen, die blende ich dann klein ein. Bundeskanzler Olaf Scholz. Schönen guten Tag. Ja, bis hierher ja ganz interessant. Sie sind in allen Bundesländern zum Kanzlergespräch. Das ist schon das 11. jetzt hier in Mannheim. Wer kommt Ihnen? Warten Sie kurz, dann sind Sie im ganzen Saal zu verstehen. Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Ich habe zwei Bereiche, die ich ansprechen möchte. Einmal Ihre Rolle im Cum-Ex-Ausschuss. Da habe ich die Sorge, dass Sie sehr vergesslich sind. Und zwar wird es schon auch im Ausland kommentiert, ihr habt ja einen Kanzler der Vergesslichkeit. Und das macht mir echt Sorge, was Sie auch aus der heutigen Versammlung hier mitnehmen. Wie drauf können wir uns verlassen, dass Sie doch nicht so vergesslich sind? Und glauben Sie nicht, wenn Sie diese Last mal von sich werfen und Klarheit schaffen, dass Sie sowohl Deutschland auch als Ihre Partei helfen würden? Das ist der erste Und die Punkt. zweite Frage. Der zweite Bereich ist, nicht nur die Komödianten sagen, Deutschland hat die dummste Regierung der Welt. Das ist ein schlimmer Ausdruck. Nicht? Ich glaube es nicht, dass es die dummste Regierung ist, aber Sie haben in Ihrem Kabinett doch so viele Mitglieder, die überhaupt nichts können. Da haben Sie den Habeck, der noch nicht mal weiß, was Konkurs ist. Dann haben Sie die Baerbock, die ja Napoleon mit Panzern bezeichnet, dann hat sie ferne Länder, die 100.000 Kilometer entfernt sind. Dann sagt sie, der Putin muss sich um 360 Grad drehen in seiner Änderung. Es sind so viele Dinge, die einem Sorgen machen. Und da wollte ich Sie mal bitten, haben Sie da keinen Einfluss drauf? Entweder müssen Sie sie rauswerfen oder müssen Sie Nachhilfeunterricht geben. Und von der praktischen Arbeit haben die Leute sowieso keine Ahnung. Das sieht man immer wieder, wie Sie Ihre Gesetze so formulieren, dass in der Praxis nur Schwierigkeiten entstehen. Und da hätte ich gern ein Wort von Ihnen mal gehört, was dagegen getan wird. Rücktritt oder rauswerfen. Jedenfalls muss man was tun, wenn man nicht ganz der dumme Deutsche im Ausland sein will. Es gibt heute schon Produkte, da steht drauf German Free. Was das bedeutet, wissen Sie ja bestimmt, ja? Naja, Früher hat gut, man gesagt Made in Germany und heute sagt man German Free. Das ist bestimmt kein positiver Aspekt. Na, das musste ja alles mal raus, deshalb will ich Ihnen aber auch gerne zu den Dingen was sagen. German Free gibt es gar nicht als Ausdruck, außer in einigen Fällen. Und die kann ich Ihnen auch beschreiben, damit man nicht am Thema vorbeiredet. Deutschland hat sehr strenge Vorschriften, was Rüstungsexporte betrifft. Und manche finden, wenn man keine deutschen Teile im Produkt, das man in mehreren Ländern herstellt, hat, dann kann man an den letzten Diktator noch verkaufen und bessere Geschäfte machen. Das ist das, was sich damit verbindet. Nein, nein, da geht es nicht drum, da liegen Sie jetzt falsch. Und das mit der Nachhilfe und der Bildung haben Sie ja schon angefordert. Also das wollte ich einmal sagen, das ist das, was da diskutiert wird. Und was Ihre erste Frage betrifft, ich erinnere mich an das ich mich erinnere. Und ich werde nicht wegen irgendwelcher politischen Wünsche etwas erfinden, was ich nicht darstellen kann. Und dabei bleibe ich auch, das gebietet die Wahrheitspflicht. Danke sehr. Finde ich, dass ich ganz gut rausgeredet. Das Zweite ist, ich finde,
dass die Ministerin und der Minister, die Sie genannt haben, gute Arbeit leisten und sich sehr viel Mühe geben, dafür mit beizutragen, dass die Welt zusammenhält. Und ich finde zum Beispiel, was der Bundesminister Habeck jetzt mit seinem Video im Internet gemacht hat gegen Antisemitismus, ein Zeichen dafür, dass Sie möglicherweise nicht ganz richtig liegen. Aber von seinen Leuten zu sagen, sie geben sich Mühe. Im Ernst? Als ich noch in der Schule war, hat meine Lehrerin mal zu mir gesagt, etwas am Thema vorbei, aber du hast dir Mühe gegeben. Ich gebe dir halt meine 3+. Aber als Chef von, oder eben jetzt Regierungschef, muss man da ein bisschen hinter seinen Leuten stehen. Oder eben Köpfe rollen lassen. Aber ich habe ja oben drüber geschrieben, ohne Kommentar. Also halte ich jetzt die Schnauze. Übrigens werde ich Gespräch in ganzer Länge sehen will unter www.bundesregierung.de und dort Kanzlergespräch in Mannheim. In die Suche eingeben würde ich das. Ihr könnt uns natürlich den ganzen Link tippen, ich blende ihn mit ein. Und tschüss.